Ja, herzlich willkommen zu diesem Freitag. Wir möchten heute mal ein bisschen zeigen, wie man Audioaufnahmen mit Audacity oder allgemein remixen kann. Und dafür würde ich erstmal in die Präsentation reinspringen. Genau, heutiges Thema Remix von Tonaufnahmen mit Audacity. Im Prinzip möchte ich wiedermals kurz zeigen, warum eigentlich Audacity. Es ist Open Source Tool zur Audiobearbeitung allgemein. Das heißt erstmal Open Source, das heißt, wir können das Ding relativ kostenfrei bekommen. Es ist plattformunabhängig, das heißt, ihr könnt das Ganze auf Windows, auf Apple-Geräten und auf Linux verwenden. Und es bietet unglaublich viele Möglichkeiten zum Verändern, Beeinflussen, Nachbearbeiten von Tönen. Heute geht es vor allem um Remix. Die Frage ist also, wie remixen wir denn eigentlich? Das heißt, wo kriegen wir das Zeug eigentlich her? Das heißt, wir brauchen Quellen dafür. Da gibt es zum Beispiel die Wikimedia Commons. Es gibt auf YouTube auch Videos mit entsprechenden Filtern, kann man da gucken, nach Creative Commons lizenzierten Videos. Es gibt genauso Möglichkeiten bei Vimeo zu gucken. Es gibt Soundcloud, das Free Music Archive, den CC-Mixer, Audio und so weiter und so fort. Der Vorteil ist, wir haben dazu ein anderes Webinar von Sonja. Das könnt ihr euch gerne dazu angucken. Da gibt es das Ganze quasi nochmal schön lang erklärt. Die Zeit nehme ich mir heute nicht. Und im Prinzip, das war quasi schon die Mini-Präsentation. Wir gehen jetzt direkt mal los und machen das Ganze mal. Ich habe schon was aufgenommen, und zwar quasi eine Mini-Version. Wir sprechen einen Text zum Thema Wald ein. Zum Thema Wald wäre es nicht sehr gut, einen Hintergrund zu haben, der wie Wald klingt. Und deswegen suchen wir uns noch eine Tonspur raus, die genau das tut. So, erstmal habe ich da hinten dran einen Atmer. Den nehmen wir erstmal raus. Zack. Dann habe ich bereits bei YouTube geguckt nach einem Video, was mir gefiel. Das ist das Vogelgezwitscher. Das habe ich mir runtergeladen. Und das würde ich gerne in den Hintergrund schieben. Das heißt, ich ziehe es einfach rein. Im letzten Video habe ich auch erklärt, wie wir diese FFmpeg-Bibliothek einfügen, damit wir noch andere Tonspuren, noch andere Formate mit reinbringen können. Das haben wir jetzt quasi schon gemacht. Wir merken schon, das Video hatte 15 Minuten Länge. Das ist ein wenig lang. Das heißt, im Prinzip möchte ich hier erstmal ein bisschen runterkürzen. Dafür markiere ich meinen Bereich, den ich habe. Jetzt kann ich einfach mit der Maus entsprechend runterziehen und habe sozusagen unten den Bereich mitmarkiert. Alles andere möchte ich ja nicht mehr haben. Das heißt, hier kann ich jetzt aber sagen, nimm mir alles andere erstmal raus. Zack. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. Im Prinzip könnte ich also jetzt ganz viele verschiedene Tonschnipsel mir besorgen, die hinten dranhängen, sie neu kombinieren und sozusagen zurechtschneiden. Es wäre ein bisschen umfangreich, das Ganze jetzt quasi mit mehreren Dateien zu machen. Deswegen halten wir das Ganze jetzt mal ein bisschen kurz als Beispiel und hören erstmal rein. Eine Tonspur raus, die genau das tut. Ja, von vorne müssen. Wir sprechen einen Text zum Thema Wald ein. Zum Thema Wald wäre es nicht sehr gut, einen Hintergrund zu haben, der wie Wald klingt. Und deswegen suchen wir uns eine Tonspur raus, die genau das tut. Als erster Gedanke, der Wald ist ganz schön laut. Das heißt, erstmal werden wir uns etwas lauter machen und den Wald etwas leiser. Wir sprechen einen Text zum Thema Wald ein. Zum Thema Wald wäre es nicht sehr gut, einen Hintergrund zu haben, der wie Wald. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben uns schön laut. So, jetzt gehen wir mal die Hüllkurven und machen entsprechend die Bereiche ein bisschen kleiner, die wir da rausziehen wollen. Und so können wir quasi so einzelne Tonsequenzen ein bisschen leiser, lauter stellen. Das heißt, je nachdem, welche Töne ihr quasi habt, die ein bisschen raus müssen, ein bisschen verstärkt werden müssen, könnt ihr daran arbeiten. Wir sprechen einen Text zum Thema Wald ein. Zum Thema Wald wäre es nicht sehr gut, einen Hintergrund zu haben, der wie. So. Wie gesagt, wir wollen heute nur ein bisschen kurz zeigen, wie das funktioniert. Ihr habt jetzt sozusagen eure Tonspuren remixed, die Lautstärken angepasst. Das Projekt ist quasi erstmal rund. Die Frage ist, wir haben einen Remix. Was machen wir damit genau? Wenn wir das Ganze erstmal hier aus Audacity raus exportieren
als MP3 beispielsweise. Wird erstmal gefragt, wohin das Ganze. Wir lassen es mal als Test. Und das Wichtige hierbei ist jetzt, wir haben hier die Möglichkeiten, entsprechende Tags anzugeben. Das heißt, den Künstlernamen, also in dem Fall sozusagen meinen Namen. Spurtitel, Albumtitel, das kommt so aus der CD-Zeit. Wer noch CDs kennt, ich habe keine mehr. Spurnummer das gleiche, das Jahr entsprechend noch hinzufügen. Wir können das Genre hinzufügen, brauchen wir nicht. Kommentare. Und das Wichtige ist, wir haben hier noch Möglichkeiten, Freifelder einzugeben. Das heißt zum Beispiel, könnte ich jetzt hier sagen, unter welche Lizenz packe ich das Ganze. Und genauso gut könnte ich hier jetzt Lizenz Hinweise eingeben. Und da wäre es zum Beispiel sinnvoll, auf die Quelle hinzuweisen, die ich verwendet habe. Das heißt, ich habe beispielsweise Vogelgezwitscher verwendet. Das müsste ich jetzt sozusagen da reinfliegen. Reinfliegen heißt denn was genau? Kommen wir zurück zur Präsentation. Es gibt ja keine CC-Icons für Ton. Das heißt, wir haben sozusagen sonst die Creative Commons-Lizenzen, die wir quasi mit den Icons auszeichnen können. Da müssen wir auch die Lizenzenweise und sowas hinweisen. Aber es, im Prinzip fehlt das ja für Ton. Was können wir da machen? Erstmal, wir haben gesehen, es gibt Metadaten beim Exportieren. Die sollten wir auch verwenden. Also bitte da alle möglichen Metadaten einpflegen, die ihr so habt. Ihr könnt generell auch lizenzenweise auf die Veröffentlichungsseite packen. Das heißt, ihr ladet das Ganze hinterher in irgendeinen Cloud-Server hoch. Entweder sozusagen das Cloud-System, was ihr von eurer Schule, von eurer Hochschule habt, oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, gebt dort entsprechende Lizenzhinweise an. Das heißt, unter welcher Lizenz steht das Werk, was für Werke habt ihr verwendet. Und nicht immer notwendig, aber immer ganz schön, wenn man es hört, vor allem bei Podcasts beispielsweise, sprecht die Lizenzhinweise einfach ein und schneidet sie ans Ende. Das könnt ihr quasi so einmal vorbereiten und sozusagen dann am Ende sagen, dieses Werk wird unter Lizenznummer so und so verwendet. Und dabei wurde das und das als zusätzliche Quelle verwendet. Das wäre immer ganz nett. Jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, freut sich da mal sehr drüber. Was muss ich genau eigentlich dabei erwähnen? Und zwar hilft uns da die Tulu-Regel. Wir brauchen mindestens den Titel. Wir müssen den Urheber nennen. Wir müssen die Lizenz des Werkes nennen. Wir müssen den Link zur Lizenz setzen. Das ist immer ein bisschen frickelig, weil wenn ihr zum Beispiel Creative Commons Lizenzen verwendet, habt ihr dort meist so einen Kurzlink, so creativecommons/by. Da braucht ihr aber dann hinten dran noch den /legalcode-Link. Bitte achtet darauf. Und im Prinzip muss ich auch verlinken, aus welchem Ursprungsort ich diese Quelle eigentlich habe. Das heißt, in dem Fall von mir beispielsweise, ich habe das Ganze aus einem YouTube-Video genommen, das heißt, ich muss das YouTube-Video damit verlinken. Genau. Worauf muss ich selbst achten, wenn ich das Ganze dann sozusagen an der Lizenz freistellen möchte? Sagen wir mal, ich mache sehr, sehr gerne CC BY oder CC BY SA, aber jetzt habe ich ein Werk verwendet, was zum Beispiel CC BY mit NC hat. Dann müsste ich auch hier darauf achten, die stärkste Lizenz gewinnt immer. Das heißt, ich muss das Werk am Ende wieder unter die NC-Lizenz stellen. Das heißt auch, wenn ihr nicht wisst, woher das Ding genau kommt, geht erstmal davon aus, dass das erstmal sozusagen nicht frei ist. Das heißt, ihr könnt das Werk hinterher nicht veröffentlichen. Schneiden etc. könnt ihr es gerne machen, aber sozusagen veröffentlichen ist das Problem dabei. Das heißt, auch im schlimmsten Fall, die höchste Lizenz gewinnt. Das heißt, achtet bitte ein bisschen darauf, was ihr da genau verwendet, weil am Ende habt ihr das Problem, dass es veröffentlicht wird von euch. Das war quasi sozusagen die Präsentation. Wir gucken uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Also, wie gesagt, ich habe meine Quelle von YouTube. Das heißt, ich müsste dann die Quelle hinzufügen. Natürlich das 15 Minuten Vogelgezwitscher, den Titel mit einbauen.
den Autor dazu, gesanfte Klänge. CC BY 3.0 ist quasi die YouTube CC-Lizenz. Und den Link dazu. Link zur Lizenz nicht vergessen. Da würde ich jetzt auch da wieder einfach das raussuchen. Und auf den Legal Code verlinken. So, jetzt werde ich quasi meine Metadaten ausgewiesen. Bitte denkt daran, das wirklich dann für alle Werke zu machen. Das heißt, wenn ihr sozusagen viele verschiedene Werke habt, wird es mit den Metadaten vielleicht ein bisschen anstrengend. Dann bitte bei der Veröffentlichung darauf achten, dass ihr genau das mit einbaut. Und das war im Prinzip meine Kurzpräsentation zum Thema, wie remixe ich das Ganze und wie lizenziere ich eigentlich hinterher sauber. Ich danke, bis zum nächsten Mal.